Meine Damen und Herren, nachdem Sie jetzt alle Platz genommen haben, bis auf die, die noch stehen, eröffne ich die Sitzung, begrüße Sie alle, bitte Sie um Aufmerksamkeit und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Wir haben bisher erledigt die Punkte 1 bis 4, 7, 36 und 59. Es ist noch eingegangen an Ihren Plätzen verteilt dringlicher Antrag FDP, Masern, weitere lebensbedrohliche Infektionskrankheiten, Ausrottung, Drucksache 20667. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dies Top 60, und wir können dies mit 37 aufrufen. Wir tagen heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 41. Bitte? Was ist zu leise? No. Gut, da ist. Ja, ja. Einige. Ja, ja, meine Damen und Herren, wir nehmen das alles zur Kenntnis, was die älteren Herren hier dazwischen rufen. Wir wissen ja, Präsidium, einer hört nichts, die anderen sehen nichts. Das hat einen großen Vorteil. Trotzdem beginnen wir mit dem Tagesordnungspunkt 41 dann. Es fehlen heute entschuldigt Norbert Kartmann, die Frau Kollegin Alex, Frau Abg. Fissmann, Frau Abg. Walte, Frau Abg. Wallmann und der Kollege Gagel. Heute Abend um 19 Uhr findet im Medienraum sowie in der Ausstellungs- und Eingangshalle die Ausstellungseröffnung 70 Jahre Grundgesetz, 144 künstlerische Positionen statt, in Verbindung mit einem Podiumsgespräch. Hierzu möchte ich Sie ganz herzlich einladen. An Ihren Plätzen sind Präsente des Hessentagspaars ausgelegt. Viel Freude damit. Und um 19.30 Uhr wird die Fußballmannschaft des Landtags in Rottgau im Kreis Offenbach, Kollege Rock, gegen eine Mannschaft der LAKS Hessen, der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Hessen, antreten. Zum Ende der heutigen Plenarsitzung gegen 18.30 Uhr kommt der Ausschuss für Digitales und Datenschutz im Sitzungsraum 510W zusammen. Wir haben heute 2 Geburtstage. Zunächst gratulieren wir ganz herzlich unsere Kollegin Lisa Gnadl. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Bleibt gesund und munter. Und der Kollege Bernd Erich Vohl hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ismail, auf geht's. Ihnen beiden im Namen des gesamten Hauses die herzlichsten Glückwünsche. Meine Damen und Herren, kurz zum Sport. Ich habe immer diese Aufgabe. Wir hatten in der letzten Woche ein Spiel unserer Mannschaft, und zwar in Frankfurt, Commerzbank Arena gegen die Frankfurter Stadtverordneten. Es steht hier, es war eine taktische Niederlage. Im zweiten Spiel die zweite Niederlage, und Wolfgang Decker ist immer noch im Amt. Wir stehen, ja, ja, wir stehen zu ihm. Geben ihm noch einige Tage. Heute Abend ist das dritte Spiel. Und dann werden wir sehen, wie es weiter ausgeht. Also, wir haben 4:2. Das geht ja noch. Wir haben 4:2 verloren. Und unsere Tore haben geschossen einmal der Sebastian Hott und der Markus Bocklet ist schon wieder angeschossen worden. Du wirst in jedem Spiel angeschossen. Also, er hat auch eins gemacht. Ja. Es ist meistens machen das so die Tapperen beim Fußballspiel. Aber gut, meine Damen und Herren, 4:2. Wir wollen hoffen, dass heute Abend dass das anders wird und dass wir die Gelegenheit haben, dann morgen vielleicht das anders mitzuteilen. Ich will aber auch doch hier sagen, meine Damen und Herren, wir sind ja hier neutral. Wir sollten unseren hessischen Vereinen
der Eintracht herzlich gratulieren. Sie hat eine tolle Saison gespielt. Ich glaube, das können wir gemeinsam festhalten. Sie hat uns europaweit glänzend vertreten. Auch das wollen wir festhalten. Am Schluss ist die Luft ein bisschen ausgegangen. Das gibt es. Das gibt es auch bei Fraktionen, bei Parteien. Das wollen wir mal nicht so hoch sehen. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, wir sind neutral. Und da wir in diesem Hause ja so unterschiedliche, moderate, ausgleichende Temperamente wie Thorsten Schäfer-Gümbel und Holger Berliner haben, wollen wir doch dem neuen deutschen Meister, unseren Bayern, ganz herzlich gratulieren zur deutschen Meisterschaft. Na? Ja. Die Fairness gegenüber den Bayern bleibt immer ein bisschen auf der Strecke. Das wissen wir, das haben wir heute wieder gehört. Also von hier aus ganz neutral die besten Wünsche an die Säbener Straße. Und dann wollen wir sehen, wie es weitergeht. Es war übrigens die 7. Meisterschaft hintereinander. Das wollen wir mal deutschlandweit, auch in Hessen hier feststellen. Gibt es auch sehr selten. Und meine Damen und Herren, da könnte sich unsere Landtagself vielleicht die ein oder andere Dings abschneiden. Und wie es mit Wolfgang Decker wird, das werden wir dann sehen, wie es in Bayern wird. Die haben auch so ein bisschen Trainergeschichten. Also haltet den Wolfgang Decker gut in Form, damit der Moin noch dabei ist. So. Ich sollte vielleicht noch darauf hinweisen, wir haben nur, das kommt nicht von mir, lieber Marc Weinmeister, wir haben nur 4 Gegentore gespielt, weil du mitgespielt hättest, ist gesagt worden. Du bist diesmal ersetzt worden durch den Keeper David. Er ist eingesprungen für dich und deshalb war das Spiel einigermaßen vernünftig ausgegangen. Aber wir stehen weiter zu dir, zur Katze von Nordhessen, unser Marc Weinmeister. Wenn wir ihn nicht hätten, hätten wir schon mehr gewonnen. Alles Gute. So, der Marc weiß, wie ich das meine. Wir verstehen uns.